Das können wir erforschen. Kostet uns nicht zu viel. An Steine ist kommen wir ran, dank der Steinmetzhütte, die hier ganz gut arbeitet. Weg. Ich bin schon unterwegs. Na gut. Alles weg, habt ihr gesagt. Die Eisenprügler, nicht wahr? Gut. Es ist Zahltag. Wir könnten ein paar Steine gebrauchen. Räumt ihr drüben schon mal alles frei für später. Und dann haben wir den alten so, Shortcut gefunden. Und er besetzt das. Dachchef. Eine neue Technologie ist erforscht. Sicher. Quark vegetiert hier rum. Nein, nicht Tab drücken. Ich bin fertig hier. Reguläre Geschwindigkeit. Kann ich jetzt Feierabend machen? Quick Save. Und rein doch. Natürlich. Guten Tag, ich bin Arihaka, Ihre neue Nachbarin. Möchten Sie vielleicht eine Handelsvertrag unterzeichnen, bitte? Heißt das ja? Bestimmt heißt das ja. Das lässt sich ja keiner entgehen. Okay, warum Freilich. Auch nicht? Sicher. Holz kaufen. 1000 Holz und 600 Taler, schön. Na gut, wir haben Holz wenn ohne Ende. Die Türen immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Das ist unsere erste echte Kiste. Steuern und Sold werden gezahlt. Nein, das ist nicht. Freilich, wie ihr wollt. Wir dürfen die nicht öffnen. Freilich. Enttäuscht. Wenn ihr es für richtig haltet, wie ihr wollt. Aber gut, wir wissen von ihrer Präsenz, das heißt, wir können die uns immer holen. Natürlich. Wann immer wir dürfen. Wie ihr wollt. Sofort. Halt, stopp. Sofort. Na gut. Ich bin sicher, ob wir es wollen. Unsere Holzhackebuben da oben. Aus Gruppe 9. Gruppe 8. Die haben ihre Schuldigkeit hier getan, würde ich sagen. Wir haben Bauplatz da oben. Jetzt können die hier runterkommen und kurz mal den Schwefel wegprügeln. Ja, ist gut. Wie ihr wollt. Wenn wir Holz brauchen, dann bin ich mir ganz sicher, kommt ja nicht auf die dass Idee, diese Häufchen uns die aushelfen werden. Das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Kommt ja nicht Architektur auf die Architektur könnten wir, sollten wir aber, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich möchte vorher lieber zwei Feinschmieden stehen haben, die uns dann dafür sorgen, Lichtung, dass wir ewig ertrinken im Eisen. Zwecks dessen würde ich dann hier zwei Wohnhäuser hinsetzen. Die wir brauchen werden. Fertig. Ja. Fertig. Bitte? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Geschafft. So, zwei Schmieden bitte. Natürlich. Nein, lass das so. Ich will die da stehen haben. Ein Bauernhof dort. Und einer, ich würde sagen, nach hier so. Ein bisschen die Burg so umschließen, ohne zu eckig zu bauen. Und Sold werden gezahlt. Fertig. Das kriegt einen Ausbau. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn ihr wollt. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Ziel Legierungen. Fertig. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dann würde ich sagen. Hier geht das, glaube ich, noch davon aus, dass wir noch genug Platz haben werden, um uns eine Alchemistnote zu gönnen.
die wir ausbauen zum Laboratorium. Der Schwefel ist ausgegangen. Geschafft. Aber Legierungen reichen für Laboratorien, oder? Nein. Dafür brauchen wir Metallurgie und dafür haben wir nicht genug Schwefel. Aber wir werden ihn haben. Wenn wir den hier bauen. Und Metallurgie brauchen wir ohnehin. Das müssen da drankommen. Schauen wir erstmal, wie es mit dem Platz hier der funktioniert. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Und schauen wir mal, was übrig bleibt. Ganz genau genug, um einen Alchemisten zu versorgen. Wenn wir die beiden noch ausbauen. Ein Laboratorium reicht's nicht, aber. Kein Problem. Muss es, glaube ich, erstmal auch gar nicht. Ausbau abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Gut, nächstes Ziel. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr kommt da nicht alle ran, nicht wahr? Ist dann macht ihr frei. Ordnung. Nächstes Ziel, das ihr zu hacken geschickt werdet, ist... Wo haben wir noch irgendwelche Häufchen? Hier gibt es eine ganze Menge Lehmhäufchen. Ich würde sagen, wir schicken euch dann... Mehr als Lehm gibt es wirklich nicht mehr. Dann was zur Hölle? Geht Lehm hacken. Ja, ist gut. Macht euch nützlich. Es ist Zahltag. So, damit löst sich das soweit. Was hat Carla uns denn so zu erzählen? Nach einem Quicksave. Die alte Friedhofsschnulle. Natürlich. Die Wurfmaschine. Ja. Da, Besuch. Seid ins Einsam gehen. Bitte kommt zu mir, zur Abteil des Tropenzahn. Ich bin Lyra Kool. Morgen, Baby. Mein Name ist Arihaka. Oh. Haben Sie lineare Kugel gesagt? Dann sind Sie sicherlich mit Lord Rakul verwandt. Und wie man das nimmt. Wir waren einmal verheiratet. Oh no. Aber das ist lange her und ich möchte wirklich nicht darüber sprechen. Was führt euch in diese verlassene Gegend? London war mir zu stickig. Und ich dachte, etwas frische Nordluft wäre nicht so schlecht. Jetzt will ich Asgarden wieder aufbauen. Dazu benötige ich Stein, aber es gibt hier keine festen freien Steinbrüche. Frotjorn, ein Gebiet im Norden, hat viel Stein. Eigentlich brauche ich beide Steinbrüche nicht. Zum bestimmten Bedingungen könnte ich sie euch überlassen. Ich habe hier oben kaum genug für meine paar Siedler und einsam ist es auch. Wir brauchen hier dringend ein weiteres Wohnhaus. Außerdem kommt das gesellschaftliche Leben zu kurz. Wenn ihr uns eine Residenz und eine Taverne bauen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Okay. Lässt sich machen. Es ist Zahltag. Aber null! Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Tanzt mal an. Taverne dahin. Wohnhaus dahin. Wir haben Zahnrad, nicht wahr? Das bedeutet, es gibt nichts, was uns daran hindern könnte, unsere Minen auszubauen. Durch den Umstand, dass wir Legierungen haben, gibt es auch nichts, was uns daran hindern könnte, die Sachen hier auszubauen. Den hier könnten wir auch ausbauen. Haben wir den Platz? Ja. Nein. Wir haben nicht die nötigen Nahrungsmittel zur Hand aktuell. Das regeln wir mal ganz kurz, indem wir hier noch einen Bauernhof hinsetzen. Ah, der Boden ist kaputt. Und dann wird hier ausgebaut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. 310, da warten wir noch ein bisschen, wenn die am Veredeln sind. Ausbau vollbracht. Wir sollten die Motivation ein bisschen erhöhen, habe ich das Gefühl. Setzen wir hier mal eine Uhr rein. Das Gebäude ist ausgebaut. Der Tag Eisen haben wir jetzt aber definitiv ausreichend, damit wir in der Lage sind, hier das hier zu erforschen. Ein Zugbrunnen würde sich hier wahrscheinlich vortrefflich machen.
Wenn jetzt wissen wir immerhin, dank des Siedler-Events, wie Motivation sich auswirkt. Ihr sorgt dafür, dass die Siedler länger arbeiten können. Das bedeutet, Veredler bestellen aus einem Batzen deutlich mehr her. Und das bedeutet, wir müssen irgendwo einen Platz finden, den wir mit Uhren vollstopfen. Hier oben. Na, wir wollen nicht vollkommen übertreiben. Aber eine 300er Motivation ist doch schon anstrebbar für uns. Fertig. Hier kommt ein Brunnen hin. Leben nicht. Ein Teleskop, weil wir das nötige Eisen zur Hand haben. Wenn's denn sein muss. Eine neue Technologie ist erforscht. Kann nicht. Oh nein, das schadet doch. Schadet doch ganz hart. Fertig, Meister. Was baut das hier? Natürlich. Und es geht an den Stein ran, der da rumliegt. Eigentlich könnten wir uns wirklich leisten, irgendwo ein Gebiet zu finden, das einfach mit Uhren voll zu stopfen. Es ist Zahltag. Warum seid ihr noch so untätig? Kommt ihr wirklich an die Steine ran? Na dann räumt ihr ein bisschen Platz frei. Für die Minen später. Wisst ihr was? Wir machen das. Aber wo? Hier oben? Da will kein Hahn nach Krähen. Hier? Ich bin wird niemals jemandem auffallen. Setzen wir uns in einen kleinen Uhrenpark hin. Nichts lieber eine Schweizer Uhrensammlung. Aber gern. Ja. Da können wir sonst nichts hinbauen. Sofort. Ja. Also nutzen wir ein paar der Tricks, die wir im Multiplayer gelernt haben. Aber gern. Weil Uhren das kosteneffizienteste sind, um Motivation ranzusammeln. Und das ist wichtig, wenn wir keinen großartigen Zugriff auf Schwefel haben. 200. Ich würde sagen, vermuten, der würde dann jetzt nur den Veredelten. Genau, der würde nur den Veredelten. Dass wir die hier gleich ausbauen können, damit die effizienter arbeiten. Okay, die hier werden nicht effizienter als das. Aber der hier sollte es werden. Und ein bisschen Schub geben. Wenn wir schon mal dabei sind. Natürlich ist Dario auch hier gewesen, das ist ganz wichtig. Aber gern. Kämen wir denn hin, wenn wir nicht immer wüssten, wo Dario gewesen ist? Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag. Fertig. Können wir uns jetzt ein paar Uhren aus dem Nichts hin? Für keinem anderen Zweck und aus keinem anderen Grund, weil wir es können und gut darin sind. Fertig. Hier wiederum macht sich ein Zugbrunnen bestimmt ganz hübsch. Meister. Andererseits nein. Fertig. Der macht sich dann besser hier, würde ich schätzen. Natürlich. Architektur hätte ich gerne, damit wir ein Pavillon irgendwo neben die Kapelle setzen können. Falls sich Platz dafür findet. Hier hoffentlich. Fertig, Meister. Ist in Ordnung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden. Diese Gebiete möchte ich mit Türmen gesichert wissen. Dann wiederum. Fertig. Sollte eigentlich niemals etwas zu weit vorrücken können. Dann sind unsere Ziegelhütten ja schon im Eimer. Mach ich nicht. Fertig. Sofort. Uhren. Ja, überall ja. Uhren. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Mal schauen, wie weit latschen. Wenn nicht, dann finden wir noch Platz für ein Wohnhaus. Das ist kein Problem. Hauptsache, die machen uns möglichst viel aus dem bisschen Schwefel, das wir haben. Getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist kurzer Ausbau für die. Wir haben auch nicht mehr so viel Eisen, dass sie veredeln können. Apropos, was ist hier denn? Ausbau vollbracht. Es ist Zahltag. Stufe 2, okay. Gut. Hab mich schon gewundert. Wird erledigt, natürlich. Ausbau abgeschlossen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben. Okay, jetzt können wir mit ihr labern. Ich
habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Gut, die Schmieden, für die Schmieden kam die Motivation jetzt ein bisschen zu spät. Ja! Ah, na gut. Es ist Zahltag. Der unglaublich hässlichen Uhren. Soweit ich weiß, 300% ist das Maximum, was wir erreichen können. Davon sollten wir einfach arbeiten. Ja, ist gut. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. So, damit jeder immer weiß, wie spät es ist, noch mal so einen Brunnen dazusetzen. Die passt da rein, die passt aber auch hier rein. Ich glaube, ich möchte sie dann tatsächlich hier so mittig drin als Platz haben. Es ist Zahltag. Prozent ist, was wir anstreben. Danach sind wir zufrieden. Getan, was ihr wolltet. Das übernehmen wir in unser künftiges Prozedere. Da werden wir versuchen, unsere Gebiete tatsächlich so gut zu verzieren, wie es uns immer möglich ist. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Na, kein Windrad. Setzen wir hier einen Zugbrunnen hin, würde ich sagen. Ja. Es ist Zahltag. Dario war auch mal hier. Die arbeiten immer noch mit den fünf Eisen, das sie sich abgeholt haben. Und fünf Eisen haben wir noch zur Hand. Das heißt, die werden sich noch eine Lieferung holen, dann war's das. Kriegen wir keins mehr. Stadtwache, Karten lesen, Rohstoffe finden. Eine neue Technologie ist erforscht. Du könntest die Chemie jetzt ohne weiteres leisten. Wir haben alles abgebaut. Heureka! Zahltag. Jupp. Kein Problem. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Oh, ist ja auch fertig. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Nur ein bisschen Lehm. Ich war nämlich bei dieser netten, Lichtung. Die Schmiede arbeiten immer noch, die haben sich immer noch nichts Neues holen müssen. Verwechslung vorliegt. Wir haben noch nicht mal die 300% erreicht. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Das heißt, ja, wir werden deutlich aggressiver werden, was das Verziehungsgebäude angeht. Zahltag. Natürlich. Ist das nicht wundervoll hier? Denn es erscheint einfach nötig. Eine neue Technologie und hilfreich. Ist erforscht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was kann man noch so bauen? Windrad? Warum nicht hier so ein hässliches Windrad hinsetzen? Ein paar Blumen könnten bestimmt auch nicht schaden. Ja, ist gut. Ja. Sie beschafft zwar nicht viel Motivation, aber wir wollen ja nicht einfach wirklich nur einen pässlichen Uhrenpark über die ganze Welt verteilen. Es ist Zahltag. Wir wollen es auch ein bisschen hübsch haben. Damit die Schmieden möglichst viel aus ihrem Eisen daraus ziehen, aus dem Bissen, das noch da ist. Ihr dürft mir aus hier forschen. Forschen geht natürlich auch deutlich schneller. Mit höherer Motivation habe ich das Gefühl. Heureka!